so dass ich jetzt keinen Windbreaker auf das Rode Wireless Mikrofon angebracht habe. Das läuft jetzt hier also ohne den kleinen Schutz, die Katze. Weil das Problem dabei ist immer, dass der auch schnell verloren gehen kann. Dadurch, dass das nur mit so zwei kleinen Klammern gehalten wird. Und dann ist es natürlich schnell weg. Ich habe zwar noch eins in Ersatz auch, aber was einmal weg ist, ist weg. Und das wäre natürlich auch schade dann drum. Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Und ich freue mich, dass du dir mein Video erneut anschaust. Heute bin ich rausgegangen hier bei uns zum Hafen an der Nordseeküste. So, jetzt kommen wir hier direkt in den Kurpark in Cuxhaven. Soweit ich das sehen kann, muss man jetzt hier nicht unbedingt die Maske aufsetzen. Die Leute gehen also ungeschützt, mehr oder weniger, hier durch die Gegend. Okay, der Kurpark in Cuxhaven ist nicht besonders groß, gibt nicht allzu viel zu sehen, aber eigentlich doch recht schön. Und hier kann man eigentlich auch immer ganz gut spazieren gehen. Ja, was kann ich euch jetzt sagen? Wir gehen gerade mal hier an der Seite lang. Das gibt mir auch die Gelegenheit, noch mal zu kontrollieren, was die Pocket 2 macht. Ja, das mit dem Kabel ist natürlich ein bisschen hinderlich, aber das ist die sicherste Verbindung, die auch wirklich stabil dann ist dafür. Nee, sieht noch sehr gut aus. Die Schärfe müsste jetzt auch besser sein. Mir ist das aufgefallen im letzten Video, dass ich mit dem Ulanzi Weitwinkelobjektiv auf der Pocket 2 gefilmt habe, dass es doch ziemlich unscharf in den Bildrändern war. Das ist mir vorher mit der Pocket 2 nicht so gravierend aufgefallen.
Und jetzt habe ich, wie gesagt, gar keinen Weitwinkel drauf, sondern nur die nackte Pocket 2 Linse. Ich hole das, die Hero mal näher, dann könnt ihr das auch ein bisschen besser erkennen. Ja, also nur mit dem Standardobjektiv, was natürlich schon von Haus aus ein bisschen weitwinkliger ist, was natürlich gut ist, mache ich jetzt diese Aufnahmen hier und ich hoffe, dass die Schärfe da besser dann kommt. Ja, hier haben wir ein paar Steine, altgriechische, altgermanische Steinkreise, hätte ich jetzt fast gesagt. Muss ich mal gucken. Da haben wir es mit einer Hand, dass ich dann auch mal die Pocket 2 ein wenig nach unten schwenke. Jetzt geht mir das Handy aus, ganz toll. Ja, das ist halt alles ein Balanceakt, wenn man das ganze Vloggen komplett alleine macht und dabei gleichzeitig zwei Kameras und diesmal sogar noch zwei Drohnen bedient. Jetzt mit einer Hand werde ich dann mal ein bisschen nach unten schwenken. Das funktioniert auch recht gut. Wenn ich mich dann langsam hier bewege auf die Steine zu, dann sollte das Ergebnis eigentlich auch ganz nett werden. Ja, wir haben mittlerweile Dezember. Schnee hatten wir noch nicht, nur den einen Morgen hat es mal ein bisschen geschneit. Das war ganz nett anzusehen. Ich hatte das auch gefilmt. Vielleicht blende ich euch das jetzt hier ein oder stelle es zum Schluss des Videos noch mal kurz mit dran. Muss ich mal schauen. Einer hat da auch geschrieben, im DJI-Forum war das, glaube ich, dass das nicht okay ist, wenn ich das an der Pocket 2 mit der Hand manuell während der Aufnahme verstelle, dass dadurch die Motoren geschädigt werden können. Kann ich mir im Grunde genommen vorstellen. Also bei meiner Testreihe im Lotsenviertel habe ich das natürlich so gemacht. Da habe ich die Motoren, den Winkel die ganze Zeit mit der Hand verstellt, weil ich dieses Kabel halt vergessen hatte, nicht dabei hatte und so das nicht über das Telefon machen konnte. Diesmal habe ich es dabei. Und wenn ich jetzt halt also den Neigungswinkel verstellen möchte, es wäre schön, wenn er den Bildschirm mal umschalten würde, aber das macht er nicht. Na gut, dann muss ich das so machen. Ja, wie gesagt, so. Dann brauche ich einfach nur hier mit dem Telefon das zu machen. Ich kann es auch wieder zentrieren damit. Noch etwas weiter nach unten, sodass wir den besten Bildausschnitt hier bekommen. Hier ist nicht so viel los heute. Es ist in der Woche. Und ja, dann nutze ich halt die Zeit. Hier sind die zwei Gänse. Mal direkt mit der Pocket. Pocket 2. Und genauso mit der Hero, wenn ich die höher hebe für den unechten Drohnenshot. Ja, sieht nett aus. Zwei Gänse. Dort ist dann direkt der Teich, der Teichanlage des Schlossparks. Der wird jetzt gerade modernisiert, habe ich gelesen in der Zeitung, dass sie den irgendwie aufbaggern, den Schlamm da rausholen. Sie hatten schon die ganzen Fische in einer Aktion hier entfernt aus dem Teich und irgendwo in Sicherheit gebracht, sodass dann jetzt hier die Arbeiten Form annehmen können und vorangehen. Ja, gehen wir jetzt hier mal ein bisschen weiter. Drüben ist der Fuchs, den zeige ich euch vielleicht später noch mal ein bisschen detaillierter. Das ein bisschen höher halte, die Hero 9 auf dem super langen Selfie-Stick, komme ich mich eigentlich noch am besten mit drauf. Und die Automatik regelt die Bildhelligkeit auch am vernünftigsten, wie ich meine. Jetzt hier auf der rechten Seite ist dann ein Kinderspielplatz, wo
wo die Kleinen sich vergnügen können. Da zeige ich euch ein bisschen was aus der Ferne jetzt mal von. So, da haben wir das. Jetzt hat sich gerade meine App verabschiedet hier, die Mimo-App. Da ist sie wieder. Okay. Ja, dann versuche ich die Pocket mal so auszurichten, dass sie das ganz gut reinkriegt. Ja, das ist dann halt der kleine Spielplatz dort in der Entfernung. Versuchen wir das nochmal mit der Hero 9 auch drauf zu kriegen. Mit mir im Vordergrund und da hinten dann die Spielplatzanlage. Wir hier mal ein bisschen weiter auf den Teich zu gehen. Jetzt sind hier wirklich nur noch die Enten zugegen, die den Teich bevölkern. Aber keine Fische mehr zum Füttern. Und wie gesagt, das Ganze soll modernisiert werden. Und es wird sicherlich auch mal Zeit. Die haben da bestimmt Jahrzehnte nichts dran gemacht, weil kein Geld da war. Lasst uns mal hier noch ein bisschen weitergehen. Ich kann das Ganze dann ja wieder kombinieren mit den Luftaufnahmen, die ich dann mache mit den Drohnen, der Mini 2 und der Mavic Air 2. Ich hoffe, das Licht reicht dann noch aus. Sonne geht schon langsam. Da hinten verschwindet die schon wieder langsam. Jo. Der Kurpark ist wirklich sehenswert dafür. Ein Krabbenfischer, ja. Hier ist das Denkmal eines Krabbenfischers. Das zeige ich euch jetzt auch noch mal. Mit der Pocket 2. Kontrollieren. Jo. Bildausschnitt. Es ist nur schade, dass das Bild sich immer verstellt. Also hier auf dem Telefon, auf meinem iPhone. Ja, so habe ich den ganz gut drauf mit der Pocket 2. Den Krabbenfischer. Wenig drumherum. So. Und die Hero 9 filmt mich dabei. Das klappt eigentlich ganz hervorragend. Ja, das ist der Krabbenfischer. Dort im Hintergrund
verschwindet schon langsam aber sicher die Sonne. Vielleicht muss ich sogar auch noch mal wiederkommen dann, um die Luftaufnahmen zu machen, dass das Ganze nicht zu dunkel und zu verrauscht dann später wird. Bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, was kann ich euch hier noch zeigen? Da ist dann im Hintergrund die Teichanlage, die ja, wie gesagt, neu gemacht wird. Dort ist auf der anderen Seite das Kurgebäude, das Kurparkcafé. Also ist natürlich auch geschlossen jetzt. Wir haben ja wieder neuen strengen Lockdown. So, dass alle Restaurants und so weiter, Kneipen, alles zu ist. Ja, sind die Maler drin, die arbeiten da. Schipperjunge auf Seelöwe. Seelöwe. Das ist diese kleine Skulptur da in der Mitte der Teichanlage. So, flüchten die Enten. Gucken, ob ihr die auf der Hero 9 auch sehen könnt. Ja. Okay. Das ist dann das Ende oder besser gesagt der Eingang zum Kurpark dort vorne. Da spielen die Leute Bowl, heißt das, glaube ich, dieses Spiel mit den Kugeln, wo man halt mit den Kugeln versucht, die anderen Kugeln zu treffen. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus dem französischen Raum. Das passt hier ganz gut her. So, dass sich die Leute damit ein bisschen beschäftigen können. Okay, da spielen sie. Ich hoffe, das kriegt man so ganz gut rein. Sieht sicherlich einfacher aus, als es ist. Okay. Ja. Und jetzt gehen wir direkt darauf zu, auf das kleine Zoogehege hier im Kurpark. Hier gibt es tatsächlich einen kleinen Zoo sogar. Ich weiß nicht, ob der geschlossen ist. Aber da steht es ja. Sehr geehrte Gäste, aufgrund der aktuellen Situation bleibt der Zoo ab dem 12.11.2020 bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Okay, da kann ich euch jetzt hier also nichts weiter zeigen. Da sind sonst halt jede Menge Vögel, Enten und auch Pinguine gibt es da zu bestaunen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie die woanders hin verlegt haben oder ob die da trotzdem ihr Leben drin fristen. Ja, dann brauchen wir an der Seite, können wir noch mal kurz gucken. Dann haben wir auch wieder die Bullspieler mit im Hintergrund. Gucken, wie das dann wirkt. So mit dem langen Selfie-Stick ist natürlich eine schöne Sache, dass man viel aufs Bild drauf bekommt. Nur der Nachteil ist, dass ich selbst das Bild auf dem kleinen Monitor natürlich nicht mehr so gut beurteilen kann. Aber ich denke mal, die Aufnahmen werden trotzdem noch ganz schön werden. Thank you.
hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß beim Schauen hattet. Falls ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder einen kleinen Kommentar. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nur, wie immer, euch zu wünschen, dass ihr gesund bleiben mögt.